Oh Mann, schaut euch diese Fließspäne an. Glaubt, da muss ich mal wieder den Daniel Herring besuchen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, morgen, Daniel. Was machst denn du um die Zeit schon hier? Du, ich habe ein Riesenproblem. Und zwar wollte ich Aluminium drehen und bekomme jetzt lauter Fließspäne raus. Also so richtig lange, ekelhafte. Ja, richtig. Und die hängen dir in der Maschine drin. Genau. Okay, wie kann ich dir da helfen? Du hast doch bestimmt ein schönes Werkzeug für mich, oder? Wir haben so viele, wir verkaufen teilweise welche. Okay. Klar, wie wär's denn da damit? Du willst mich verarschen, das ist ein Fräser. Nee, ich will dich definitiv nicht verarschen. Weil wir könnten ja zum Beispiel Drehfräsen. Da haben wir sicher keine lange Späne. Okay. Sehr gerne, probieren wir aus. Probieren wir doch gerade mal mit unseren neuen Alufräser, mit den WM-Tools. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gehen wir nochmal zusammen auf Drehmaschine. Da bin ich selber gespannt. Cool, machen wir. So machen wir's. Bis gleich. Bis gleich.
So, jetzt sind wir fertig. Cooles Produkt auf jeden Fall, der kleine Fräser. Hättest du das erwartet? Ich meine, du bist ja jetzt zu mir vorher gekommen und hast gesagt, du hast lange Späne. Jawohl. Beim Aluminiumdreher ist das ja gar nicht ganz so selten, sage ich jetzt mal, dass man auch so sehr ein bisschen blöde lange Späne hat, die einem im Zweifelsfall auch die Oberfläche ruiniert. Mhm. Deswegen kann ich dein verwundertes Gesicht verstehen, als ich dir einen Fräser als Drehwerkzeug in die Hand gegeben habe. Richtig. Aber ich denke, man hat jetzt relativ eindrucksvoll gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Also mir blendet euch auf jeden Fall nochmal gleich die Fließspäne und die kurze Späne vom Fräser ein. Das war unglaublich, also der Unterschied ist brutal, kann man sagen. Und wir haben ja im Prinzip die Sache überdreht mit einem Fräser. Dann haben wir eingestochen. Das heißt, man kann auch abstechen und es gibt eine wahnsinnig gute Oberfläche. Ich bin ganz erstaunt gewesen. Ja. Man kann den Fräser schräg stellen, schräg einstechen. Dann was haben wir noch gemacht? Wir haben Nut gefräst, also im Stillstand der Drehmaschine. Bin beeindruckt. Kann Hinterschnitte machen. Genau. Und ich sag mal, je stabiler und spielfreier die Frässpindel arbeitet, umso besser wird natürlich auch die Oberfläche, was jetzt im Video. Natürlich, dass man das auch sauber sehen kann. Wir haben alles trocken bearbeitet. Da wäre sicherlich, wenn man das jetzt in einer kleinen oder mittleren Serie oder Großserie auch macht, wäre es sicherlich interessant, wenn man dementsprechend Kühlschmierstoff aufbringt. Ja, einfach um das Werkzeug auch nochmal ein bisschen zu schützen. Auf der anderen Seite, ich glaube, man kann keinen Verschleiß erkennen am Werkzeug selber. Überhaupt nicht. Man hat da relativ gute Standzeiten. Man ist natürlich in Sachen Vorschüben, Bearbeitungszeiten ein kleines bisschen langsamer, als wenn man die ganze Geschichte jetzt mit einem Drehwerkzeug bearbeiten würde. Aber man kann natürlich Sachen machen, die kann man eben mit einer standardmäßigen ISO-Platte jetzt eben nicht am Bauteil machen. Eben zum Beispiel Hinterschnitte und man hat eben nicht das Problem, dass man langspannende Materialien, sagen wir auch wirklich einen Fließspann irgendwo erhält, sondern man kann die Späne schön kurz brechen. Klar, natürlich ist ein unterbrochener Schnitt immer bei einem Fräswerkzeug. Mal kurz was noch zu der Schnittdate. Also die Makita-Fräse haben wir jetzt auf 8000 Umdrehungen die Minute laufen lassen. Dann beim Überdreher war es an der Drehmaschine 60 Meter pro Umdrehung drin und ein Vorschub von 0,4 mm. Genau, bei der Zustellung maximal sind wir, glaube ich, mit 4 mm gefahren. Genau, 4 mm. Und am Anfang haben wir mal getestet, so 1-2 mm können wir auch noch mal ein bisschen einblenden. Mega. Ja, also auch die Zustellung, sage ich mal, ist jetzt nicht so schwierig, wie wenn wir jetzt tatsächlich einen Drehmeißel drauf hätten. Auch 8 oder 10 oder 15 mm gehen da als Zustellung. Dementsprechend muss ich halt meine Schnittdaten dann auch angleichen. Wenn da dazu irgendwelche Fragen sind, entweder als Kommentar, wie immer unter das Video. Wenn es spezifischere Fragen sind, weil ihr tatsächlich irgendein akutes Problem in eurer Fertigung habt oder am Arbeitsplatz habt, dann einfach vielleicht auch an die info@die-werkzeugmanufaktur.de schicken. Ich denke mal auch nochmal ein, gerade genau. Im Video und unter der Infobox. Genau. Und auch wenn man solche Werkzeuge erwerben will, gerne eine E-Mail raus an der liebe Daniel Hering. Und ja, alles verlinkt in der Infobox. Gibt es sonst noch was zu sagen? Also von meiner Stelle, ich möchte mich einfach nur bedanken, dass ihr mich wieder mal ins Spiel gebracht habt. Ebenso, ich danke dir. Vielen Dank, Daniel. Es gilt wie immer, wenn ihr irgendeine Aufgabe habt, wo ihr sagt, ach, da könnte man noch irgendwas anders oder besser machen, bin ich jederzeit wieder mit dabei. Wir kommen öfters auf dich zu. Danke, ja. Das macht Spaß, kann ich auch sehr gut erklären. Vielen Dank. In dem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder, Leute. Tschüssle aus dem sonnigen Dunningen und euch viel Spaß noch.